Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Viel Glück und viel Segen. Das haben wir gerade von der Orgel erkannt im Orgelvorspiel. Viel Glück und viel Segen. Und hier auf dem Altar eine weiße Rose. Heute wäre Sophie Scholz 100. Geburtstag. Und bei aller Trauer über ihren allzu frühen Tod, ermordet von den Nazis, wollen wir doch heute, wo wir an ihrem Geburtstag zusammenkommen, auch an das denken, was ihr Freude gemacht hat, womit sie auch anderen Freude gemacht hat, welche Musik ihr Freude gemacht hat, die wird hier heute erklingen. Also eine Art Geburtstagsfeier zum 100. von Sophie Scholl. Eigentlich hatte sich angemeldet heute Eva Hönig-Schmidt, die 101 Jahre ist. Aber es ist wohl bei ihr etwas dazwischen gekommen oder vielleicht trifft sie noch etwas verzögert ein. Sie hat zusammen studiert mit Christoph Probst und Alexander Schmorell aus dem Kreis der Weißen Rose. Ich begrüße hier aber im Anwesen und eingetroffen jeweils einen Enkelsohn von Christoph Probst. Herzlich willkommen, und ein Enkelsohn von Herrn Professor Kurt Huber aus der Weißen Rose, ganz herzlich willkommen, und seien Sie auch alle willkommen. Und ich sage das jetzt auch nochmal in Richtung der Kamera, mit der Maximilian Hüttjens diesen Gottesdienst dafür sorgt, dass er als Livestream übertragen wird. Und ich weiß von mehreren Mitgliedern der Familien der Weißen Rose, die wegen einer weiten Anreise oder aus anderen Gründen nicht kommen können heute, dass Sie jetzt vor dem Bildschirm dabei sind. Also auch ein herzliches Willkommen an alle, die im Livestream diesen Gottesdienst mit uns feiern. Ich möchte drei kleine Dinge vorher noch mit Bitten Ihnen auf den Weg geben. Das eine ist die Bitte, wir haben eben hier auch einige unter uns, die älter sind, zudem verfolgen eben manche das auch eben über Livestream. Deswegen meine Bitte, dass Sie während des gesamten Gottesdienstes jetzt sitzen bleiben. Nicht? Das wäre die eine ganz herzliche Bitte. Man kann sich auch sammeln, konzentrieren, beten, auch wenn man sitzen bleibt. Also das ist die eine Bitte, bei allen Teilen des Gottesdienstes auch bitte beim Vaterunser. Die andere Bitte, wenn das noch nicht geschehen ist, dass Sie bitte spätestens jetzt die Handys auf stumm schalten, nachdem wir das im Gottesdienst am letzten Sonntag hatten, dass ein Handy klingelte während des Gottesdienstes. Also bitte schalten Sie es mindestens stumm, auch vibrieren nach Möglichkeit auch aus, vielleicht ja auch ganz aus. Und die dritte Bitte, es ist mir eine ganz, ganz große Freude, dass wir diesen Gottesdienst gestalten können mit jungen Frauen in dem Alter, in etwa in dem Sophie Scholl damals war, also als sie Schülerin war dann, als sie Studentin war, und sicherlich möchte mancher von Ihnen nach den Beiträgen, seien es musikalische Beiträge, seien es andere Redebeiträge hier, vielleicht juckt es dann manchen die Zustimmung oder Anerkennung auszudrücken durch einen Applaus. Wir feiern hier aber einen Gottesdienst. Es gibt Kulturen, da wird auch ein Gottesdienst geklatscht. Aber hier möchte ich Sie bitten, dass wir ganz am Ende, wenn wir das letzte Orgelstück gehört haben, wem dann danach ist, zu klatschen als Zeichen des Dankes und der Anerkennung. Bitte dann gerne.
Aber damit jetzt genug dieser kleinen Ansagen. Wir werden jetzt mit einem Lied beginnen, und zwar mit einem Kanon. Der Gemeindegesang ist wegen der Corona-Bedingungen noch uns nicht gestattet, aber wir haben ein Gesangsensemble, die dürfen eben dann auch gleich ohne Maske singen. Und Sie andere, bitte machen Sie es wie die Bienen, summen Sie mit. Das ist ja immer noch mal eine Variante zwischen ganz stumm bleiben. Wenn Sie so mit dabei sein möchten, dann summen Sie mit unter der Maske. Das ist im Bereich des Zulässigen. Es ist ein Kanon, und ein Kanon, der widerspiegelt die Freude Sophie Scholls an der Schöpfung. Wir werden nachher da auch einiges dazu hören. Das ist wohl etwas, was sie so besonders auch in Worte fassen konnte, was sie unheimlich begeistert hat, gerade im Frühling, jedes Jahr wieder im Frühling, die Schöpfung, die Natur, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Das sind Worte aus dem 104. Psalm, und das wird jetzt uns als Kanon gesungen, und Sie sind eingeladen, dann vielleicht bei einer der vier Stimmen mitzusummen. Mit 100 Jahren sind Sie gekommen. Herzlich willkommen. Ich habe Sie schon in der allgemeinen Begrüßung angekündigt. 101, ja. Ich dachte auch, dass ich das gesagt hätte. 101 Jahre alt. Also, Sie haben nicht nur, letztes Jahr haben wir ja zusammen mit Sekt auf Ihren 100. angestoßen, sondern Sie haben jetzt auch schon Ihren 101. gehabt. Und schön, nachdem Sie Alexander Schmirell Christoph Probst im Studium 1939-40 kennengelernt haben in München, dass Sie auch heute es noch geschafft haben. Danke auch an Ihre Begleiterin, an Ihre Betreuerin und diesen Gottesdienst mit uns feiern. Sie haben gar nichts verpasst, war nur meine Begrüßung. Und natürlich der Kanon, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich aus Psalm 104, aber das hat sie ja schon beim Ankommen mit begrüßt. Wir hören jetzt Zitate aus Briefen von Sophie Scholl. Und zwar beginnen diese Briefe im Herbst 1937. Da war Sophie Scholl 16 Jahre alt, Schülerin an einem Gymnasium in Ulm. Sophie Scholl war zu der Zeit bereits Gruppenleiterin im weiblichen Zweig der HJ. Im BDM war da durchaus eine stramme, strenge und zackige
BDM-Führerin, wie auch ihre Geschwister Hans, Inge, Elisabeth und auch Werner. Sie alle waren bei der HJ, die Älteren, sogar anfangs mit Begeisterung gegen den Widerstand ihrer Eltern, die von Anfang an gegen die Nazis waren. Wir setzen jetzt aber bei den Briefzitaten ein, mit einem anderen Feld, was sie eben neben dieser Jugendarbeit auf Fahrten gehen, auf Zeltlager gehen, Wanderungen, auch Mutproben machen. Das war das eine, gewissermaßen ihre burschikose Seite auch, möchte ich mal sagen. Aber womit wir jetzt einsteigen beim Briefwechsel, zeigt sie uns von einer anderen Seite, die eben zu einer jungen Frau, einem Mädchen von 16 Jahren, heute oft ja dann schon 1, 2, 3 Jahre auch eher, dass es einsetzt. Also, es ist ein Brief an Fritz Hartnagel, 3, 4 Jahre älter als sie. Sie hat ihn kennengelernt, er war Gruppenleiter gewesen von einem ihrer Geschwister, auch 3, 4 Jahre älter. Sie nun 16 Jahre alt, er also 19, 20 Jahre alt und inzwischen selbst nach der Schule ist Fritz Hartnagel, hat den Weg eingeschlagen, Berufsoffizier der deutschen Wehrmacht zu werden. Und an dieser Stelle jetzt beginnen wir mit den Lesungen aus dem Briefwechsel und wir hören jetzt zunächst, und bitte da auch jetzt die erste Hanna schon an das Lesepult. Wir hören jetzt als erstes aus einem Brief, den Sophie Scholl am 29. November 1937 an Fritz Hartnagel geschrieben hat. Bitte. Will wirklich nicht schreien, wenn wir schon wieder schreien, aber es ist todlangweilig und wir müssen dir auch was auftragen. Also, Frau Kammerer kommt diese Woche zu meiner Mutter und dann schwätzen sie übers Winterlager, ob sie ihre Töchter fortlassen können oder nicht. Es gehen also nur wir zwei Stolz und Annelies. Euch trifft ihr dann zufällig. Ihr meldet euch eben nachher bei denselben an. Aber so, dass es unsere Eltern nie erfahren. Kannst du das machen? Wie wir am Samstagmorgen heimkamen, war die Glastür geschlossen. Kommt sonst nie vor. Wir haben gezittert und gebetet. Und dann mutig geläutet. Mein Vater guckte zum Fenster raus und glaubte, es sei die Gestapo. Er war so freudig überrascht, dass nur wir es sind. Und wir wurden nicht verschimpft. Am 8. Dezember ist das Tanzkränzchen von Inge. Kommst du als mein Partner? Es ist so langweilig hier. Wir müssen eben Physikaufgaben machen, aber eine schreibt das Ergebnis immer an die Tafel. Und der Schiffer merkt es nicht. Ein Brief verfasst im Schulunterricht, wie Sie gerade gehört haben, bei einem gewissen Herrn Schiffer damals in Ulm. Das, was Sophie erwähnt, als sie von einer anderen Unternehmung, eigentlich später, als sie es mit 16 Jahren durfte, heimkamen nachts, was sie im Brief erwähnt hat, wo sie dachte, sie wird verschimpft von den Eltern, dass sie so spät in der Nacht kommt. Da war der Vater stattdessen erleichtert, dass nur die verspäteten Kinder es waren und eben nicht die Gestapo. 1937 hatte es erste Maßnahmen gegeben, weil die älteren Geschwister, vor allem auch im Hans Scholl, begonnen hatten, eigenständig Jugendarbeit zu machen und damit gegen den Monopolanspruch der Nazis verschließen und da hatten Verfolgungsmaßnahmen eingesetzt. Darauf spielt diese Sache mit der Angst vor der Gestapo an. Der nächste Brief, das ist ein gutes halbes Jahr vergangen und aus dem gemeinsamen Tanzen, also erstmal ging es ja nur um, ob er dann den Tanzpartner macht, hat sich dann mehr entwickelt und zwar mehr auch als zu dem Zeitpunkt Sophie wohl selbst eigentlich wollte. Mona begibt sich jetzt an das Lesepult und wird uns vorlesen einen Brief. Sophie ist inzwischen 17 Jahre alt und schreibt am 15. August 1938 an ihren Freund Fritz.
Fritz Hartnagel, bitte. Ich will mir mal einen Ruck geben und ehrlich zu dir sein, denn das bin ich dir schuldig. In dem Verhältnis, in dem ich zu dir stehe, kann ich nicht weiter bleiben. Ich habe es von einer Stunde auf die andere eingesehen. Der Grund, ich bin einfach noch zu jung. Lach bitte nicht. Es ist so. Es drückt mich zusammen. Ich bin noch nicht erwachsen. Bitte nimm es nicht übel, aber ich kann es noch nicht. Das ist der einzige und wahre Grund. Ich schreibe dir das, weil ich es nicht ertragen könnte, irgendwie unwahr zu dir zu sein. Sei mir bitte nicht böse. Ich habe dir ja viel zu verdanken. Schreib mir bitte bald. Ich habe bis dahin keine Ruhe. Ich habe überhaupt keine gehabt, deshalb. Du sollst aber trotzdem noch zu mir kommen. Und ich zu dir. Vielleicht können Sie es sich schon denken, diese letzte Briefzeile, die wir gehört hatten, du sollst aber trotzdem noch zu mir kommen und ich zu dir. Es wurde dann doch wieder intensiver zwischen den beiden. Es war ein Auf und Ab in dieser ersten jungen Liebe. Wir machen jetzt einen Sprung, ein Jahr weiter. Es ist der 5. September 1939. Sophie ist inzwischen 18 Jahre alt. Und für Fritz Hartnagel als Offizier der deutschen Wehrmacht hat 5 Tage zuvor der Zweite Weltkrieg begonnen. Und in dieser Situation schreibt Sophie an ihren Freund Fritz Hartnagel, bitte. Nun werdet ihr ja genug zu tun haben. Ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden, von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fürs Vaterland. Wenn es dir um immer gut geht. Geld, du hast keinen so gefährlichen Posten. Ich denke viel an dich. Der Sommer liegt schon sehr weit zurück. Kaum zu glauben, dass wir ihn zusammen verbracht haben. Kannst du dich noch daran erinnern? Wie wir zusammen im Strandkorb saßen, in Heiligenhafen? Musst du da nicht lachen? Gut ein halbes Jahr später. Am 9. April 1940 ein weiterer Brief, aus dem uns jetzt Hanna etwas vorlesen wird. Manchmal glauben wir vor dem Krieg und alle Hoffnung auf eine bessere Zukunft werden wir vergeben. Ich mag gar nicht daran denken, aber es gibt ja bald nichts anderes mehr als Politik.
Und solange sie so verborgen ist und böse, ist es feige, sich von ihr abzuwenden. Wahrscheinlich lächelst du und denkst, sie ist ein Mädchen. Aber ich glaube, ich wäre sehr viel froh, wenn ich nicht immer unter dem Druck stünde. Ich könnte mit viel besserem Gewissen anderen nachgehen. So aber kommt alles andere erst in zweiter Linie. Man hat uns eben politisch erzogen. Jetzt lachst du wieder. Ich möchte mich nur wieder bei dir ausruhen und nichts anderes sehen und spüren als das Tuch von deinem Anzug. Wenige Wochen später, am 29. Mai 1940, dazwischen lag jetzt Sophies 19. Geburtstag, schreibt sie erneut an ihren Freund Fritz Hartnagel. Es ist ein ganz herrliches Vorsommerwetter. Wenn ich Zeit hätte, würde ich mich an die Iller legen, baden, nichts tun und versuchen, nur an das zu denken, was ich um mich herum an Schönem sehe. Es ist nicht leicht, alle Gedanken an den Krieg zu verbannen, wenn ich auch nicht viel von Politik verstehe und auch nicht den Ehrgeiz habe, es zu tun, sorge ich doch ein bisschen ein Gefühl, was Recht und Unrecht ist, denn dies hat ja mit Politik und Nationalität nichts zu tun. Und ich könnte heulen, wie gemein die Menschen auch in der großen Politik sind, wie sie ihren Bruder verraten, um eines Vorteils willen vielleicht. Könnte einem da nicht manchmal der Mut vergehen? Oft wünsche ich mir nichts, als auf einer Robinson-Crusoe-Insel zu leben. Manchmal bin ich versucht, die Menschheit als eine Hautkrankheit der Erde zu betrachten. Aber nur manchmal, wenn ich sehr müde bin und die Menschen so groß vor mir stehen, die schlimmer als Tiere sind. Im Grunde kommt es ja nur darauf an, ob wir bestehen. Ob wir uns halten können in der Masse, die nach nichts anderem als nach Nutzen trachtet, denen, um ihr Ziel zu erreichen, jedes Mittel recht ist. Diese Masse ist so überwältigend und man muss schon schlecht sein, um überhaupt am Leben zu bleiben. Wahrscheinlich hat es bisher nur einen Mensch fertig gebracht, ganz gerade den Weg zu Gott zu gehen. Aber wer sucht den heute noch? Einige Wochen später, am 22. Juni 1940, schreibt Sophie erneut an ihren Freund Fritz Hartnagel. Ich nehme unbewusst immer noch etwas Rücksicht auf deinen Beruf, in dem du gebunden bist, dass es vielleicht letzten Endes noch ausmacht, dass du diese Dinge vorsichtiger wägst, vielleicht auch Zugeständnisse machst, hierhin und dorthin. Ich kann es nur nicht verstehen, dass man etwas zusammenleben kann, wenn man in solchen Fragen verschiedener Ansicht und doch zumindest verschiedenen Wirkens ist. Der Mensch soll ja nicht, weil alle Dinge zwiespältig sind, deshalb auch zwiespältig sein. Diese Meinung trifft man aber immer und überall, weil wir hineingestellt sind,
in diese zwiespältige Welt. Deshalb müssen wir ihr gehorchen. Und seltsamerweise findet man diese ganz und gar nicht unchristliche Anschauung gerade bei den sogenannten Christen. Wie könnte man da von einem Schicksal erwarten, dass es einer gerechten Sache den Sieg gebe, da sich kaum einer findet, der sich ungeteilt einer gerechten Sache opfert? Diese Stimmungslage von Sophie nimmt ein Lied auf in Ängsten wie einem, was wir jetzt vorgesungen, vorgetragen bekommen und wiederum an die anderen die Einladung mitzusummen. Springen wir zum Osterfest 1942. Sophie ist jetzt fast 21 Jahre alt und sie schreibt einen Brief an ihre beste Freundin Lisa Rempis. Sie hat inzwischen das Abitur hinter sich, sie hat eine Ausbildung gemacht in einem Kindergarten und sie hat ihren Reichsarbeitsdienst abgeleistet und ist jetzt in einer Zwischenphase wieder zu Hause bei ihren Eltern mit dem Ausblick darauf, bald das Studium zu beginnen. Wir hören aus dem Brief von Sophie an ihre beste Freundin Lisa Rempis. Das Frühstücksgeschirr ist gespült, die Betten gemacht und die Weincreme auch. Und weil ich ganz allein bin, reicht es mir für einen Brief an dich. Arbeiten tue ich im Haus und auf dem Büro meines Vaters. Wenn die Hauptarbeit vorüber ist, möchte ich gerne mit dir einige Zeit fort, ganz unbeschwert, zu Rad oder zu Fuß. Hast du bis dahin noch Zeit und Lust? Bis in einem Monat etwa?
Gestern sind wir ganz früh, schon um 3:45 Uhr aufgestanden, um zu der Osterliturgie in der katholischen Kirche recht zu kommen. So sehr ich das Bedürfnis nach dieser Art des Gottesdienstes habe, denn es ist wirklich Gottesdienst und nicht ein Vortrag wie in der evangelischen Kirche, braucht es doch sicher eine Übung oder Gewohnheit, um ganz mitzuerleben und nicht abgelenkt zu werden von dem Schauspiel, das einem geboten wird. Lisa, Dieterle ist so herzig, das müsstest du einmal sehen. Es tippelt jetzt überall herum und will alles in die Hände nehmen. Wie ein Wunder erscheint es mir, dass es sogar in des gestrengen Vaters Büro hinein darf und mit Vorliebe an der Schreibmaschine herumtippt. Ja, Vater nimmt es selber auf den Arm und spielt und schwätzt mit ihm. So ein kleiner Herzensbrecher. Gestern, als ich ihn zum Anziehen auf den Tisch stellte, dass er größer war wie ich, bückte er sich ein wenig und sah mir von unten her ins Gesicht und lachte ganz süß dabei. Es ist, als würde ein Sonnenstrählchen ins Herz rutschen. Fast als wenn wir es abgestimmt haben, hören wir die Glocke herüberläuten vom Karmelkloster, dort wo jetzt gleich das Mittagsgebet beginnt. Sophie Scholl ist in einem evangelischen Elternhaus aufgewachsen. Ihre Mutter war vor der Ehe evangelische Diakonisse, also so eine Art evangelischer Nonne. Drüben gehen ja die lieben 15 Karmelitinnen Schwestern. Aber dann hat sie doch einen 10 Jahre jüngeren Mann kennengelernt und gut, es kam dann anders. Sie haben geheiratet und sie bekamen eben eine ganze Reihe Kinder miteinander. Sie hat den evangelischen Glauben versucht, an ihre Kinder weiterzugeben, die sich aber dann als Heranwachsende auch religiös, spirituell suchend auf den Weg machte. Sophie mit dieser kritischen Rückmeldung zu evangelischen Predigten. Ich habe das zum Anlass genommen. Sie werden heute von mir in diesem Gottesdienst zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl keine Predigt hören, aber wir werden heiliges Abendmahl feiern, denn diese Ostermesse, diese Osternacht, also das Erleben, das spirituelle, religiöse Erleben, danach hat sie sich gesehnt, auch wenn sie ja im Brief selbst schreibt, sie konnte da sich noch nicht so drauf konzentrieren, weil all dieses Schauspiel, diese Zeremonien, diese katholische Liturgie sie dann doch wieder von der Sammlung auf die Sache abgelenkt hat. Die Glocke ist ausgeklungen und wir hören eine Melodie, die dieses Bewegtsein, diese Suche nach religiösen Erfahrungen, aber auch die Freude an diesem kleinen Geschöpf, dieses Nachbarskind, diesen Dieterle, diesen Sonnenstrahl, dieses Sonnensträhchen, etwas uns davon näher bringt. Alle Gefühle zwischen Weinen, Lachen, Freude, Trauer. Geschehen im Leben von Sophie. Sie war im April, bald nach Ostern 1942,
nach München gezogen zum Studium, dort wo ihr Bruder Hans schon mehrere Semester lang studierte. Und nicht nur das Studium mit diesem ganz neuen, anregenden Umfeld in München, sondern eben auch sehr rasch die Verbindung zu nazikritischen Kreisen und das in ihr Gewachsene sich jetzt auch aktiv in ihrer Gegnerschaft gegen das Regime betätigen wollen, das war in ihr schon ganz stark angewachsen. Sie hat in das, was sie dann mit Hans und den anderen aus der Weißen Rose, wo sie begonnen hat, dann mitzuhelfen, mitzutun, das hat sie ihrem Freund Fritz Hartnagel nicht im Einzelnen mitgeteilt. Sie hat ihn gebeten um einen höheren Geldbetrag, um eben die ganzen Flugblätter und die Portokosten und alles zu finanzieren. Er ahnte wohl auch, dass damit etwas Widerständiges Sophie vorhat, aber genauer, um ihn wohl auch nicht zu gefährden, hat sie es ihm nicht gesagt. Fritz Hartnagel inzwischen an der Ostfront. 18. November 1942. Wir hören, was Sophie, eben inzwischen 21 Jahre alt, an Fritz Hartnagel schreibt. Ich freue mich, dass du die Öde, die ja doch in dir eintreten musste, in deiner Arbeit und Abgeschnittenheit, zu überwinden entschlossen bist. Und wenn ich könnte, so würde ich dich immer mehr aufhetzen gegen die Gleichgültigkeit, die über dich kommen könnte. Und ich wünschte, der Gedanke an mich wäre ein steter Stachel gegen sie. Ja, könntest du dort einmal in eine Kirche und am Abendmahl teilnehmen? Welche Trost- und Kraftquelle könnte dir das sein? Denn gegen die Dürre des Herzens hilft nur das Gebet, und sei es noch so arm und klein. Wir müssen beten und füreinander beten. Und wärest du hier, ich wollte die Hände mit dir falten. Oh Fritz, wenn ich dir jetzt nichts anderes schreiben kann, so doch bloß deshalb, weil es erschreckend lächerlich ist, wenn ein Versinkender, anstatt um Hilfe zu rufen, beginnt, über irgendein wissenschaftliches, philosophisches oder theologisches Thema sich auszulassen, dieweil die unheimlichen Schlingarme der Wesen auf dem Meeresgrunde ihm Beine und Arme umklammern und die Wogen über ihm zusammenschlagen. Bloß deshalb, weil ich Angst in mir habe und nichts als Angst und mich nur nach dem sehne, der mir diese Angst nimmt. Ich bin Gott noch so ferne, dass ich ihn nicht einmal beim Gebet spüre. Ja, manchmal, wenn ich den Namen Gott ausspreche, will ich in ein Nichts versinken. Es ist nicht etwas schrecklich oder schwindelerregend. Es ist gar nicht. Und das ist noch viel entsetzlicher. Doch hilft dagegen nur das Gebet. Und wenn in mir noch so viele Teufel rasen, ich will mich an das Seil klammern, das mir Gott in Jesus Christus zugeworfen hat. In den Wochen danach wird das 5. und 6. Flugblatt der Weißen Rose in tausender Auflagen gedruckt, während die ersten 4 Flugblätter im Sommer 1942 nur in 100 Exemplaren zirkulierten. Jetzt ein neues Druckgerät, eine Druckmaschine, tausender Auflagen, zum Teil Tag und Nacht sind die jungen Studenten damit beschäftigt, die Texte zu entwerfen, abzustimmen und dann diese hohe Anzahl an Flugblättern zu drucken in der Leopoldstraße in München. Und in dieser Zeit nun, in dieser Zeit mitten darin, am 10. Februar 1943, schreibt Sophie einen Brief an ihren etwa ein Jahr jüngeren Bruder Werner Scholl, den sie eben ganz besonders auch durch die altersmäßige Nähe unter den Geschwistern auch sehr, sehr verbunden war. Den Wanderer an den Mond finde ich immer schöner. Durch den ganzen ersten Teil, der erdenschwere Schritt des Wanderers,
Ich wandere fremd von Land, so heimatlos, so unbekannt. Dann aber lösen sich die Akkorde auf in gebrochene. Das klingt wunderbar frei und so rein. Nicht der leiseste Schimmer irgendeiner Disharmonie, noch überschwänglichen Gefühls. Du aber wanderst auf und ab von Ostens Wieg in Westens Grab. Und ein Schluss, den ich nicht beschreiben kann. Es bleibt kein großes Gefühl, weder des Trostes noch der Entsagung. Und doch erfreut es so und tröstet, so wie eine makellose Blume, die blüht, weil sie blüht. Der Wanderer an den Mond, Sophie Scholl, meint hier eben nicht nur das Gedicht mit diesem Titel, sondern sie meint die Vertonung von Franz Schubert. In der Familie Scholl, die Scholl-Kinder haben leidenschaftlich gerne miteinander gesungen, auch Hausmusik gemacht und sie haben auch Lieder gesungen von Franz Schubert. Und der Wanderer an dem Mond war in dieser Stimmung für Sophie von ganz besonderer Bedeutung und wir hören es jetzt vorgetragen. Wenige Tage nach der verlorenen von Hitler-Deutschland verlorenen Schlacht um Stalingrad, in der auch Fritz Hartnagel zu kämpfen hatte. An diesem Tag schreibt Sophie nicht nur an ihren Bruder Werner, sondern sie schreibt auch einen Brief an ihren Freund Fritz Hartnagel, aus dem wir jetzt hören. So lass dich erst von Herzen begrüßen, nachdem du so lange und weit weg von dir gewesen bist. Und nun ist dies Wiedersehen, das uns bevorsteht, für mich so anders als alle anderen.
so, als würdest du zurückkehren, um ganz da zu bleiben. Und wenn ich bisher zu müde war zum Pläne machen, weil sie ja doch durch den Krieg alle zu Schanden wurden, so schießen sie jetzt empor, wie Urwaldblumen nach einem langen, warmen Regen, so bunt und ungeheuerlich. Doch wollen sie mir gar nicht ungeheuerlich vorkommen, sondern alle sehr durchführbar. Entschuldige, dass ich so übers Ziel hinausschieße und nicht mehr sehe, was klein und groß ist. Am liebsten möchte ich gar nichts mehr schreiben, bevor du da bist, denn meine Ungeduld möchte dich am liebsten morgen schon hier sehen. Obwohl du sagtest, dass dafür wenig Aussicht besteht. Ich glaube es trotzdem. Schreib, sobald du kannst, deine genaue Adresse, wann du kommen darfst, ob ich dich besuchen soll und was sonst noch für mich wichtig ist. Verzeih noch einmal meine laute Freude. Hoffentlich hat sie dir nicht wehgetan. Und werde schnell gesund. Wie Sie aus dem Brief herausgehört haben, gehört Fritz Harpagel zu den letzten, die aus dem Kessel von Stalingrad als Verwundeter noch ausgeflogen wurde und so überleben konnte und auch nicht in Gefangenschaft geriet, der also jetzt in einem Lazarett ist. Davon erfährt Sophie und schreibt an ihn. Und sie schreibt ihm gleich noch einmal, einige Tage später, am 16. Februar 1943. Gestern habe ich einen wunderbaren blühenden Stock gekauft. Er steht vor mir auf dem Schreibtisch am hellen Fenster. Seine graziösen Ranken, über und über mit zarten lila Blüten besetzt, schweben vor und über mir. Er ist meinen Augen und meinem Herzen eine rechte Freude. Und ich wünschte mir nur, dass du kommst, bevor er verblüht ist. Wann wirst du nur kommen? Vielleicht können wir bald zusammen irgendwo anfangen. Das hatte übrigens so Sophie Fritz noch nie geschrieben. Der Ausblick auf einen gemeinsamen Anfang der beiden. Sie hat dann einige Tage später im Verhör ihn als ihren Verlobten auch bezeichnet und dass sie vorhätten, auch nach dem Krieg dann zu heiraten. Einen Tag nach diesem Brief an Fritz schreibt Sophie am 17. Februar 1943 an ihre beste Freundin Lisa Rempis. Ich lasse mir gerade das Forellenquintett vom Grammophon vorspielen. Am liebsten möchte ich da selbst eine Forelle sein. Man kann ja nicht anders als sich freuen und lachen, so wenig man unbewegten oder traurigen Herzens die Frühlingswolken am Himmel und die vom Wind bewegten knospenden Zweige in der glänzenden jungen Sonne sich wiegen sehen kann. Oh, ich freue mich wieder so sehr auf den Frühling. Man spürt und riecht in diesem Ding von Schubert förmlich die Lüfte und Düfte und vernimmt den ganzen Jubel der Vögel und der ganzen Kreaturen. Die Wiederholung des Themas durch das Klavier wie kaltes, klares, perlendes Wasser. Oh, es kann einen entzücken. Lassen wir uns jetzt auch entzücken, wenn wir aus dem Forellenquintett von Franz Schubert, um das es hier geht, was Sophie dort vom Grammophon, also für die Jüngeren vom Plattenspieler, ach, das ist auch schon nicht mehr bekannt, gehört hat, von sowas wie Schallplatte, Vinyl oder so damals, Forellenquintett. Wir haben jetzt hier ein ganzes Instrumentalquartett, das haben wir vor Augen, aber wir haben eine sehr schöne Bearbeitung dieses Forellenquintetts, die uns jetzt zu Gehör gebracht wird. Thank you.
Freude, die an der Musik, an dem Erahnen, zu erahnenden Frühling, diese Freude, so jäh wurde sie abgebrochen, als am nächsten Tag, am Vormittag des 18. Februar 1943, Hans und Sophie beim Auflegen von Flugblättern im Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität verhaftet werden. Sie werden ins Wittelsbacher Palais gebracht, werden dort stundenlang verhört. Zunächst versuchen sie noch alles abzustreiten, doch dann werden in ihrer Wohnung so viele Beweise gefunden. Unglücklicherweise hat Hans auch noch in der Tasche einen Entwurf für ein weiteres Flugblatt von Christoph Probst dabei. Konfrontiert mit diesen Beweisen gestehen die beiden immer noch versuchend, andere in Schutz zu nehmen, die beteiligt waren, aber sie beide gestehen und bekennen sich zu ihrem Widerstand. Und es wird dann kurzer Prozess mit ihnen gemacht, von höchster Stelle angeordnet. Es reist der Blutrichter Freisler vom sogenannten Volksgerichtshof in Berlin aus an nach München, und dann am 22. Februar der Prozess, eine Farce, in der das Urteil schon vorher feststeht. Sophie Scholl, ihr Bruder Hans Scholl und ihr Freund Christoph Probst werden zum Tode verurteilt. Sie werden nach Stadelheim gebracht, in das Gefängnis in München-Stadelheim. Sie ahnen nicht, dass es nur wenige Stunden bis zur Hinrichtung sind. Ihre Eltern können sie noch in Stadelheim besuchen. Und dann noch am späten Nachmittag dieses 22. Februar 1943 werden die drei zur Richtstätte, zur Guillotine geführt, in einen Hinrichtungsschuppen dort in Stadelheim. Aber zuvor dürfen sie noch jeweils von einem Seelsorger besucht werden. Christoph Probst, der hatte weltanschaulich offene Eltern, für damalige Verhältnisse sehr moderne Eltern, die gesagt haben, wir lassen unsere Kinder nicht taufen, die sollen sich dann entscheiden, wenn sie erwachsen sind. Und Christoph Probst hatte sich schon lange entschieden, und so ließ er sich vom katholischen Gefängnisgeistlichen unmittelbar vor der Hinrichtung taufen. Hans und Sophie Scholl wollten unbedingt mit ihrem Freund Christoph zusammen Abendmahl feiern, aber die Gefängnisordnung ließ es nicht zu. Die beiden wären bereit gewesen, dafür zum Katholizismus zu konvertieren, wenn sie mit Christoph zusammen hätten Abendmahl feiern dürfen. Die Gefängnisordnung ließ es nicht zu. Jeder Delinquent, der zum Tode verurteilt wird, darf vor der Hinrichtung jeweils nur alleine mit dem Seelsorger seiner Konfession, wenn er denn möchte, das Abendmahl empfangen. Und so haben sie es drei jeweils einzeln empfangen und sind dann hingerichtet worden. Wir hören einen Text, der auch in dieser Zeit entstanden ist, im Gefängnis entstanden ist, Weihnachten 1944, anderthalb Jahre später, geschrieben im Gefängnis von Dietrich Bonhoeffer für seine junge Verlobte Maria von Wedemeyer als Weihnachtsgruß und Neujahrsgruß, von guten Nächten wunderbar geborgen. Wieder passt es das 12 Uhr läuten, das ist genau getimt und ökumenisch mit den Schwestern abgestimmt. Während wir dieses Lied von guten Nächten in einer modernen Vertonung hören, werden wir hier, da bitte ich dann Carla zu helfen und Theresa mir zu helfen, wir drei werden abwechselnd die Kerzen hier entzünden. Carla, wenn du bitte beginnst, dann Theresa, dann ich und dann noch einmal, bis die Kerzen brennen. Es sind acht Kerzen, die wir hier stehen haben. Es sind drei Kerzen für
für Sophie, für Hans, für Christoph Probst und für ihre Freunde, die einige Monate später hingerichtet wurden. Alexander Schmorell, Professor Kurt Huber, Willi Graf und schließlich Hans Leipelt aus der Münchner Nachfolgegruppe der Weißen Rose, der mit seiner Freundin Marie-Louise Jahn das letzte Flugblatt der Weißen Rose weiter verbreitet hat. Wir hören von guten Mächten, sie sind eingeladen, dabei mitzusummen. Und wir werden hier als Zeichen des Gedenkens, während die Musik erklingt, die Kerzen entzünden. Bitte. Heute Flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. So lautet die nächste
Strophe dieses Liedes von Dietrich Bonhoeffer. Wir hören Schriftworte, die uns im Blick auf das Schicksal der Weißen Rose, aber auch Schicksal von Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April 1945 von den Nazis im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet wurde. Ein Bibelwort, was uns trösten kann und will. Worte aus der Bergpredigt, wie sie im Matthäus-Evangelium aufgezeichnet sind. Ich lese aus dem 5. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Jesus spricht: Selig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die, die an der Not der Welt leiden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Selig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Selig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Auf das Evangelium antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich lade dazu ein, dass wir miteinander, und das kann man ja auch unter der Maske machen, dass wir miteinander das Glaubensbekenntnis nach Dietrich Bonhoeffer zusammen jetzt lesen und bekennen. Es findet sich auf dem Gottesdienstblatt. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Tage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen, aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Wir hören ein Lied, was von Befreiung handelt, von der Befreiung, dem Exodus aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft des Volkes Israels, damals in Ägypten, was aber die Linie führt zur Sehnsucht nach Befreiung aus Fremdherrschaft, Sklaverei, Diktatur, heute an Orten der Welt, wo immer noch Menschen darunter zu leiden hat. Wenn das Rote Meer grüne Bälle hat, bitte tragt es uns vor. Wir dürfen wieder mitsummen. Thank you.
selbst bin auf dem Sophie-Scholl-Gymnasium. Für die Vorbereitung dieses Gottesdienstes habe ich überlegt, was es für mich bedeutet, auf dem Sophie zu sein. Ja, Sophie Scholl ist mutig, stark, standhaft und beispielgebend gewesen. Für mich ist es eine große Ehre, gerade sie als Namensgeberin unserer Schule zu haben. Sophie hatte den Mut, sich gegen das Unrecht aufzulehnen und die Verbrechen des NS-Regimes öffentlich bekannt zu machen. Damit leistet sie Widerstand gegen Hitler und setzt ihr gesamtes Leben aufs Spiel. Sie ist eines der größten Vorbilder, die ich habe. Ich finde, nehmt euch ein Beispiel an ihr. Verbreitet ihre Geschichte. Setzt euch gegen Unrecht ein. Seid standhaft. Lasst euch nicht den Mund verbieten. Kämpft für eine gerechte Welt. So, wie es Sophie getan hat. Uns Schülerinnen am Sophie-Scholl-Gymnasium wurde die Geschichte dieser mutigen jungen Dame schon von Anfang an nahegebracht und vermittelt. Wir setzen uns als Schule gemeinsam für Gerechtigkeit ein und beschäftigen uns mit ihrer Geschichte. Ich kann erleichtert und auch stolz sagen, dass wir heute nicht mehr in der NS-Zeit leben und unsere Ansichten und Meinungen offen bekannt machen können. Wir leben in einem Land, in dem alle Religionen, Menschen und ihre Meinungen akzeptiert werden und toleriert. Die Ziele der Weißen Rose sind also Wirklichkeit geworden. Für mich wird Sophie Scholl immer ein Vorbild bleiben. Sie ermutigt mich, ich kann etwas bewirken. Ich kann mich daran beteiligen, unsere Welt besser zu machen. Schwieberdingen. Schwieberdingen ist eine kleine Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg. Schwieberdingen hat nicht nur 11.000 Einwohner, nein, Schwieberdingen hat etwas ganz Besonderes. Gut, auch Dorfen und Penzberg haben diese Gemeinsamkeit. Auch Amberg, Lampetheim, Reutlingen, Stade, Warkhäusl, Kassel und Wenzelbach. Wissen Sie, was all diese Orte gemeinsam haben? In jedem von ihnen gibt es eine Sophie-Scholl-Straße. Es gibt auch Dutzende Sophie-Scholl-Plätze, Sophie-Scholl-Schulen, es gibt Sophie-Scholl-Rosen, T-Shirts und sogar Tassen. Der Name Sophie Scholl ist omnipräsent. Besonders jetzt, 2021, pünktlich zum 100. Geburtstag. Denn nicht nur in der Stadtplanung oder im Keramikgeschäft, nein, auch in den Medien taucht er immer wieder auf. Aber leider nicht immer in einem adäquaten Kontext. Im November letzten Jahres verkündete Jana aus Kassel, 22 Jahre alt, als Sprecherin bei einer Querdenker-Demo: Ich fühle mich wie Sophie Scholl. Sie begründete diese Aussage damit, dass sie im Widerstand sei gegen die Beschränkungen der Corona-Pandemie. Im Februar dieses Jahres twitterte Carola Rakete, die Sea-Watch-Kapitänin, Seenotretterin im Mittelmeer, Aktivistin, die für Geflüchtete einsteht. Carola Rakete twitterte: Sophie Scholl wäre heute bestimmt bei der Antifa. Und die AfD schrieb sogar auf eines ihrer Wahlplakate, Zitat: Sophie Scholl würde AfD wählen. Von links und von rechts. Sophie Scholls Name wird instrumentalisiert und missbraucht. Wieso ist das so? Als ich Jana aus Kassel zum ersten Mal gedanklich widersprach, da brüllte ich sie an: Sophie ist mit ihr nicht zu vergleichen. Sophie war eine Widerstandskämpferin, eine mutige junge Frau, die sich für ihre eigenen Ideale eingesetzt hat und damit gegen die breite Masse gestellt hat. Ja, und genau das
tut Jana aus Kassel auch. Sie steht für ihre eigenen Ideale ein und stellt sich gegen die Mehrheit. Jana aus Kassel hat aber von zwei entscheidenden Dingen absolut keine Ahnung. Totalitäre Regime und Sophie Scholl. Und ich muss an dieser Stelle zugeben, so geht es in weiten Teilen auch mir. Überhaupt, was habe ich mit Sophie Scholl zu tun? Warum stehe ich heute hier? Ausgerechnet heute. Denn heute ist auch mein Geburtstag. Und ich weiß noch, zu meinem 15. Geburtstag, da habe ich eine Karte bekommen. Und darauf stand, historische Geschehnisse, die sich an deinem Tag, einem 9. Mai, ereignet haben. 1964, der erste FC Köln wird der erste Meister der Fußball-Bundesliga. 1502, Christoph Kolumbus startet zu seiner vierten und letzten Amerikareise. 1921, Sophie Scholl wird geboren. Und ich dachte damals, boah, so eine Amerikareise, die würde ich auch gerne machen. Und der Name Sophie Scholl und das Schwarz-Weiß-Bild daneben sagten mir etwas vage. Ich hatte das Bild mal in einem Museum gesehen und wusste, dass sie eine Widerstandskämpferin gewesen war. Vor vielen Jahren, als Bilder eben noch schwarz-weiß gewesen waren. Ich feierte also ausgiebig meinen Tag und die Karte mit Sophie Scholl als historische Persönlichkeit verschwand in einer Schublade. Sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. In dieser Schublade lagen auch die Wörtchen Krieg, Nationalsozialismus oder Konzentrationslager. All das waren für mich gruselige Märchen aus einer alten, längst vergangenen Zeit. Natürlich beschäftigte ich mich damit im Geschichtsunterricht. Ich lernte viele Zahlen und Daten und Fakten auswendig. Ich wusste einiges über den Zweiten Weltkrieg. Und doch war mir nichts davon wirklich bewusst. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das dann anfing zu ändern. Durch einen Besuch hier in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Auf einmal hatte ich nicht nur Schwarz-Weiß-Bilder vor mir, sondern greifbare Mauern. Ich erinnere mich, dass ich völlig fassungslos vorne auf dem Appellplatz stand und anfing zu heulen. Die Geschichte, die sonst so weit von mir entfernt gewesen war, war auf einmal hautnah und überall um mich herum. Ich begann mich mehr mit der weißen Rose auseinanderzusetzen und beim ersten Lesen der Briefwechsel immer wieder der Gedanke, Sophie war damals genauso alt, wie ich es jetzt bin. Heute studiere ich sogar in derselben Uni wie sie. Ich kenne das Gefühl der Vorlesungssäle dort. Ich kenne die schwere Balustrade im Lichthof, von der sie die Flugblätter warf. Ich lasse ihren Briefen weiter von Sehnsucht nach Frühling, von Schilderungen der Lieblingslieder. Kurz, ich hatte das Gefühl, mich identifizieren zu können. Und dann die nächste Briefüberschrift. Brief unmittelbar vor der Hinrichtung. Nein, ich kann mich mit Sophie nicht identifizieren. Es wäre anmaßend und fehl am Platz. Wenn ich hier heute stehe, dann nicht etwa, weil ich vieles mit Sophie gemeinsam habe. Im Gegenteil. Ich kann hier stehen, weil ich in allen entscheidenden Hinsichten absolut nichts mit ihr teile. Mona hat es gerade angesprochen. Wir sind in Deutschland zu einer Zeit aufgewachsen, in der man jederzeit frei seine Meinung äußern kann, sei es über Twitter, Facebook, WhatsApp oder lauthals auf der Straße. Ich muss keinerlei Staatsgewalt fürchten. Ich lebe frei und selbstbestimmt. Ich habe doch nicht den Hauch einer Ahnung, wie es ist, in einem totalitären Regime zu leben. Das ist ein Privileg meiner Generation. Ich stehe hier und bestaune den Mut Sophies. Und wenn ich ehrlich bin, manchmal schießt mir doch durch den Kopf, ich wäre auch gern so mutig. Aber im Grunde habe ich doch keine Ahnung, was solcher Mut zu so einer Zeit wirklich bedeutet hat. Was ein ganzes Leben in dieser Zeit wirklich bedeutet hat. Also wie kommt man darauf, als junge Frau im heutigen Deutschland, sich mit Sophie zu vergleichen? Worte, die hier immer wieder fallen, sind Mut und Widerstand. Ja, an beiden müssen wir uns ein Beispiel nehmen. Genau wie Mona es gerade gesagt hat, setzt euch gegen Unrecht ein, kämpft für eine bessere Welt. Aber Sophie war nicht Mut,
Sophie war nicht Widerstand. Sophie war eine junge Frau. Mit eigenen Irrwegen, Sorgen und Ängsten, kein Friedensengel, sei der Geburt unfehlbar und schnurstracks auf dem Weg zur Märtyrerin. Sie galt als launisch und euphorisch und lebensfroh. Sie war anfangs aktives Mitglied der Hitlerjugend und sie liebte klassische Musik. Sie war Studentin, hat in Hörsälen über Philosophie diskutiert und vielleicht, nur vielleicht, hatte sie auch manchmal keine Lust aufs Lernen. Und vielleicht saß sie auch manchmal nach einem langen Unitag im Englischen Garten. Vielleicht hat sie dort mit Freunden ihren 21. Geburtstag gefeiert, am 9. Mai 1942, heute, vor gar nicht allzu vielen Jahren. Es ist wichtig, all diese Schattierungen zu nennen, um ihr ein Gesicht zu geben. Eines aus Fleisch und Blut und nicht aus weißem Marmor. In der Walhalla bei Regensburg, da gibt es eine Büste von Sophie, die auf einem Sockel thront mit der Aufschrift im Gedenken an alle, die gegen Unrecht, Gewalt und Terror des Dritten Reiches mutig Widerstand leisteten. Sie wird zum Sinnbild gemacht, zur Ikone, fast zu einem Mythos. Doch je mehr wir sie glorifizieren, desto mehr laufen wir Gefahr, sie auf ein Podest zu stellen, das so hoch ist, dass wir sie gar nicht mehr wirklich erkennen können, dass ihre Züge verschwinden, bis nur noch vage Konturen bleiben. Und wenn das passiert, wenn Widerstand und Mut alles ist, was so viel bleibt, und diese Worte ein Synonym für ihren Namen werden, ja, dann denken Jana aus Kassel und Carola Rakete, diesen Namen für sich gebrauchen zu können. Wenn wir hier Sophies gedenken, dann nicht als Figur für Widerstand oder gegen Krieg. Figuren kann man so leicht instrumentalisieren. Erinnern wir an einen Menschen mit all seinen Lebensumständen und Facetten, damit zu ihrem allseits präsenten Namen ein lebendiges Bild im Kopf erscheint. Ich denke, nur auf diese Weise können auch ihre Ideale unverfälscht weitervermittelt werden. Und deshalb sollten wir Sophie weitertragen. Von München bis nach Schwieberdingen. Du hast alles geschaffen, was ist: Erde, Sterne, Korn und Trauben. In allem lebst du und sprichst zu uns, am menschlichsten in Jesus Christus. Als die Zeit erfüllt war, bist du aus Maria geboren. Als die Zeit erfüllt war, hast du mit den Deinen das Mahl der Hingabe gefeiert. Als die Zeit erfüllt war, bist du in unser Leben getreten, nun sind wir hier,
du mitten unter uns. Wir danken dir für Gewissheit und Fragen, die Wort und Mal in uns hinterlassen. Und so feiern wir es nun, wie der Herr es uns aufgetragen hat. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen ihn und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Heilig bist du, Gott. Gemeinschaft der Heiligen wollen wir sein. Hier an deinem Tisch und auch danach. Jetzt bitten wir dich, sende deinen Heiligen Geist auf uns, begegne uns in Brot und Kelch, erneuere uns an Leib und Seele, schenke uns und deiner ganzen Schöpfung Heilung. Dir sei Lob und Ehre jetzt und alle Zeit. Wir beten weiter mit den Worten, die Jesus Christus selbst zu beten uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. Wir wollen das Mahl so feiern, dass wir es unter den Corona-Bedingungen so tun können, dass keiner Angst haben braucht, gefährdet zu werden. Für die katholischen Freundinnen und Freunde heute hier im Gottesdienst wird es nicht so Ungewöhnliches sein, dass die Gemeinde heute nur das Brot empfängt, weil es mit dem Kelch oder auch Einzelkelch einfach schwieriger auch wäre. Die Evangelischen bitte ich mit Rücksicht auf die Pandemielage, sich darauf einzulassen, dass ich verspreche es, also außer Corona bleibt noch lange, das wird jetzt das erste Mal so, auch das letzte Mal sein, dass nur ich dann aus dem Kelch trinken werde. Wir werden es so halten, dass wir, dass wer das Abendmahl empfangen möchte, Jesus Christus lädt alle an seinen Tisch, ist eingeladen zu kommen, bitte jeweils so mit 1,50 Meter Abstand zu Menschen, mit denen er nicht in einem Haushalt lebt, hier an den Altar zu kommen und das Brot zu empfangen. Die Maske bleibt bitte dabei auf, sich zurückzubegeben an den Platz. Und wenn dann alle zurück an ihrem Platz sind, werde ich noch ein Wort dazu sagen und dann nehmen diejenigen alle dann die Maske ab und empfangen es. Wir hören dazu ein Orgelstück von Johann Sebastian Bach. Das war einer der liebsten Komponisten von Sophie Scholl. Sie selbst hat auch Stücke von Bach auf Klavier und auch auf der Orgel gespielt. Herzliche Einladung, jetzt zu kommen. Thank you.
Thank you.
geht es ab, alle empfangen, die Masken geht ab. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Danke, danke dem Herrn, denn er ist sehr freundlich. Seine Güte und Wahrheit währet ewiglich. Amen. Wir hören das letzte vorgetragene Lied, Freunde, das ist der Mantelzweig. Informationen dazu finden Sie auf der Blatt, was es mit dem Lied auf sich hat und warum es sehr wohl heute sehr gut passt zu unserem Gottesdienst, sind wieder eingeladen, unter der Maske mitzusummen. Freunde, dass der Mantelzweig wieder blüht und treibt. Geht in diesem Sonntag und in die neue Woche unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
Nachweg. Alles Gute. Denken Sie vielleicht noch ans Kollektenkörbchen für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Bitte gehen Sie nicht über das Beitrittsgelände der Gedenkstätte, die Corona-bedingt noch geschlossen ist. Begeben Sie sich also direkt durch das Kloster Karmel zum Ausgang, einen guten Heimweg und einen